Hi Leute, ich bin's Albert von WPR.de mit einem Video der etwas anderen Art. Denn diesmal machen wir einen kurzen Vergleich zwischen Office auf Android und Windows Phone. Seit dem letzten Jahr ist Office nämlich kostenlos für Android und iOS erhältlich. Und viele Windows Phone-Nutzer fühlten sich von Microsoft verraten, da den Redmond dann schon lange Zeit vorgeworfen wird, die konkurrierenden Plattformen zu bevorzugen. Dies haben wir also zum Anlass genommen, um die beiden Apps mal miteinander zu vergleichen. Wenn man die beiden Apps startet, stellt man schnell fest, dass es sich um denselben Dienst handelt. Die Anwendungen selbst könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Während unter Windows Phone das obere Drittel des Displays vom Office-Logo und der zweiten Überschrift eingenommen wird und erst darunter die Auswahl der Speicherorte zu finden ist, bekommen Android-Nutzer zuallererst die Auswahl, ein neues Dokument zu erstellen, präsentiert. Wischt man unter Android zweimal nach rechts, also vorbei an den Speicherorten, erhält man eine Liste der zuletzt verwendeten Dokumente. Unter Windows Phone muss dafür wahlweise nach links oder nach rechts gewischt werden. Dort werden die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt und man kann mittels Drücken auf ein Plus ein neues Dokument erstellen oder direkt nach einem bereits existenten suchen. Eine Suchfunktion gibt es unter Android nicht. Möchte man ein neues Dokument erstellen, so erhält man unter Windows Phone und Android exakt dieselben Optionen und Vorlagen, lediglich in einer anderen Gliederung. Erst wenn man eine von diesen öffnet, werden die Unterschiede bemerkbar. Unter Windows Phone befinden sich sämtliche Bedienelemente auf der unten angesiedelten Leiste. Bei Android findet man die Gliederung und die Suchfunktion auf der oberen Leiste, alle anderen Optionen sind im oben rechts befindlichen Menü angesiedelt. Der größte Unterschied zwischen den beiden Apps ist bei der Formatierung zu erkennen, wo Android-Nutzer den Vorteil haben, dass sie Änderungen am Format der Schrift beim Vornehmen betrachten können und dazu nicht nach jeder Änderung aus dem Menü geworfen werden. Auf der anderen Seite fehlt unter Android die Möglichkeit, Kommentare zum Dokument zu verfassen. Unter Excel sieht es sehr ähnlich aus. Auch hier ist hauptsächlich die Platzierung der Elemente unterschiedlich. Sowohl Android als auch Windows Phone können die Autosumme berechnen lassen, Filter aktivieren und innerhalb des Dokuments suchen. Hier sind featuremäßig keine Unterschiede zu erkennen. Insgesamt scheint also die Aufregung vieler Windows Phone-Nutzer eher unverständlich. Denn der größte und einzige Unterschied zwischen den beiden Apps ist die Tatsache, dass Formatieren unter Android einfach leichter fällt und unter Windows Phone mehrere Klicks benötigt. Vom Design her folgen beide Apps den Richtlinien der jeweiligen Plattform. Und daher dürfte im Endeffekt der größte Unterschied zwischen den beiden Apps im Geschmack des jeweiligen Nutzers liegen. Dass die Nützlichkeit von Office auf dem Smartphone generell umstritten ist, bleibt eine andere Sache. Dass Office für Windows-Tablets allerdings noch keine touch-optimierte Version gesehen hat, dürfte hier eigentlich Grund für Beschwerden sein. Nicht aber die Qualität der beiden Apps.